Er hat sich in den Blumen versteckt. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Wir gucken uns mein Dorf an. Und ich habe euch ja jetzt hier schon einiges gezeigt hier. Schaut euch gerne die Teile vorher an hier. Den Hauptplatz habe ich euch vorgestellt. Die friedliche Wiese. Dann natürlich hier die Lichtung des Vertrauens. Dann haben wir uns den schillernden Strand angeschaut und den ersten Teil von Wald der Tapferkeit. Wir werden uns jetzt den zweiten Teil anschauen von Wald der Tapferkeit. Und wir gucken mal uns das Haus von Wally an. Das ist ja hier die Gärtnerei von Wally hier mit seinem ganzen Gärtnerei-Dingen, die es hier so gibt. Und hier seine kleinen Anpflanzungen. Schaut euch gerne auch den Teil vorher an. Ach Gott, das haben wir uns doch gar nicht angeguckt hier. Wir haben uns hier nochmal, wie in den Blumen sitzt der Wally. Hier haben wir nochmal einen kleinen Bereich, wo man sich entspannen kann, wo man chillen kann hier. Wir haben hier nochmal so, sogar ein Telefon habe ich hier gestellt, dass er angerufen werden kann, wenn was ist. Was zu lesen hier von Stitch, das Buch. Und da kann man sich hinsetzen. Das war ja diese Madrigal hier von Mirabelle hier, die Stühle, die passen sehr schön hier rein. Die sind so richtig schön bunt, knallig gelb. Hier kann man ein bisschen Musik machen und da kann man sich hinsetzen. Müsste man zwei verschiedene Farben machen hier. Zweimal die gleiche Farbe ist ein bisschen doof. Das schaut nicht so gut aus. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, ob ich überhaupt da was eingekauft habe bei Dagobert. Schauen wir mal schnell rein hier in Blauen einfach, dass das ein bisschen... Was mir hier auffällt, ist, das sind ja alles so Grundstrukturen, die ich hierher gebaut habe. Aber es ist immer noch sehr leer. Und ich habe ja gesagt, ich werde auch hier im Rahmen meiner Bauvideos auch hier den Bereich bauen. Das möchte ich als eines der nächsten Dinge machen hier. Da möchte ich ein bisschen was bauen. Und jetzt gehen wir mal ins Haus rein und gucken uns das mal an. Das war nämlich gedacht als Haus von Wally. Ich habe es nicht speziell auf Wally ausgelegt. Ihr wisst ja, ich bin ein Typ von hell. Ich brauche es immer hell. Ich kann nichts Dunkles ertragen. Deswegen sind meine Wohnungen überwiegend alle hell, einfach strukturiert. Und hier haben wir eben eine entsprechende Sitzecke hier von Wally, wenn er Besuch bekommt, aber meistens ist er ja draußen oder in seiner Wohnung. Das ist ja nur das Gärtnerhaus. Vielleicht kann man auch sagen, es ist eine Art Gästehaus. Hier dürfte nichts drin sein. Genau, das war hier verbuggt. Da musste ich dann alles wieder rausnehmen. Können wir gleich einmal übrigens, kann man hier speichern? Können wir gleich mal speichern hier. Dass da nichts passiert. Sehr schön, wunderbar. Dann haben wir das hier mal auf dem aktuellen Stand gebracht. Hier dürfte eigentlich auch nichts sein. Ich finde die Zimmer zu klein. Ich verstehe das alles nicht. Das kann man ja alles programmieren, dass man das viel größer machen kann. Man kann es dreimal so groß machen. Ja, und dann haben wir hier die Küche. Das ist Wallys Küche. Ich habe das mal hier versucht, für ihn ein bisschen einzurichten. Auch wie ihr seht, sehr hell. Ich brauche es immer hell. Ich will helle Sachen. Ich will Licht. Ich bin ein Mensch des Lichts. Und deswegen auch hier die vielen Fenster. Und ja, ich habe also hier erstmal versucht, eine Küche einzurichten. Und habe das dann hier mal in dieser Art hier eingerichtet. Das heißt, wir haben hier erstmal so eine zwei kleine Ecken, wo man sehr schön arbeiten kann, wo man rumlaufen kann. Das war hier ein bisschen, das ist ein bisschen verschoben worden wegen dem Dream Snaps Bild, das ich gemacht habe. Das steht normalerweise, steht das hier mehr so ein bisschen so in der Mitte, dass man da halt so, ne? Genau, ich habe hier schon die fertigen Sachen, die wir gebacken haben, die Kuchen, die Torten, Apple Pie und hier Omelette und dann hier die Früchte, Eis und Kuchen. Da könnten wir direkt noch was hin tun. Hier haben wir das Gemüse, das gerade geschnitten wird. Sei es jetzt der Salat, die Paprika oder hier auch die Möhre. Man kann das dann in den Topf reintun, kann das hier erstmal richtig waschen und reinigen. Und dann kann man es eben hier auf den Herd kochen. Eigentlich wollte ich zwei Herde hermachen, dass es ein bisschen professioneller ausschaut. Hier haben wir noch einen Kamillentee, der gerade abkühlt.
Fisch, ich liebe Fisch. Und hinten haben wir einen Mixer. Hier haben wir eine Pfanne nochmal. Hier haben wir eine Mikrowelle. Und hinten haben wir dann auch noch Milch später für den Kuchen. Hier haben wir nochmal Kuchen. Butter haben wir hier. Eier von Remy. Hier haben wir die Kältekiste mit entsprechenden Eis. Und dann haben wir hier so den Vorratsbereich, wo wir eben die Gewürze drin haben. Noch ein paar Kochbücher. Und vielleicht auch so getrocknetes Gemüse und so weiter. Getrocknete Tomaten, die man dann eben zu verfeinern des Essens noch verwenden kann. Wir haben hier einmal einen Mehlsack und dann haben wir hier auch nochmal entsprechende, was könnte es sein, Kartoffeln. Und dann haben wir hier einen schönen Servierwagen, eine Kiste, wo man Kartoffeln rein kann, einen Kürbis, der noch bearbeitet werden darf. Und dann haben wir hier, habe ich gedacht, so eine kleine Lounge-Ecke, wo wir uns ausruhen können. Wir haben hier die kleinen Außerirdischen, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich würde mir wünschen, dass die Außerirdischen tatsächlich durchs Dorf laufen, immer in Dreiergruppen. Vielleicht mit so einem kleinen Bollerwagen, den einer zieht, und dann laufen die da durchs Dorf und man hört die dann auch so leise miteinander reden. Dann ist einfach mehr Stimmung im Dorf und das würde mir sehr gefallen. Und ja, wir können mal gucken, das hier war leider verbuggt gestern. Ich konnte das nicht mehr entfernen. Ich konnte diese Dinge hier. Kann man das, warte mal, wir hatten doch hier irgendwo noch Platz hier, ne? Kann ich das hinstellen? Nein, das ist zu groß. Ich kann es immer noch nicht entfernen mit X. Seht ihr? Es geht nicht. Da geht gar nichts. Ich kann es nicht entfernen. Auch Maustaste. Das ist das Neueste, was hier wieder... Das wird wieder ewig dauern, bis sie das rausfixen. Ganz doof. Und ja, hier habe ich dann einfach noch... hier diese zwei Sitzgelegenheiten, falls jemand kommt. Da kann man sich hinsetzen, ein bisschen reden. Aber das ist ja hier eigentlich mehr ein... das habe ich schon immer gesagt. Dreamland, wo wir rausgehen. Wir leben nicht in den Wohnungen, sondern wir leben draußen. Das ist einfach so. Na, schöne Wohnung. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen hier. Das habe ich damals noch mit echtem Geld bezahlt. Später kam ja Dreamsnaps. Da musste man dann nichts mehr bezahlen. Und dann habe ich zwar nicht so viel... 7000, na? Wo sieht man denn hier das Geld? Das ist so verwirrend. 1000 mal irgendwo drücken. 7300, ja. Ja, muss man mal. Es ist nicht viel. Es ist nicht viel. Wenn da jetzt einiges reinkommt, der Palast hat mich 3750 gekostet. Wenn jetzt das Dream Bundle reinkommt, wird ja ein neues Dream Bundle reinkommen, dann wird mich das 4000 kosten. Die Dream Bundles, ich bin der Meinung, Wallis Traumbündel bleibt. Das wird nicht verschwinden, weil es gab ja Diskussionen hier auch auf Reddit, ob die Dream Bundles verschwinden. Nein, weil es kommen ja neue rein und die wollen ja auch die Dream Bundles kaufen. Und das ist ja das, womit auch Geld gemacht wird. Also wird das bleiben. Das wird immer bleiben, damit die Leute das kaufen können. Und so, jetzt gucken wir uns mal. Oh, mit ihr habe ich heute noch gar nicht gesprochen heute mit ihr. Mit Vanellope. Na, sieh mal einer an, wenn das nicht mein guter Freund Nils ist. Oh, danke schön. Du scheinst verwirrt zu sein. Nils, wie kommt es, dass man hier Dinge isst, die aus dem Boden kommen? Kartoffeln, ja. Die 5-Sekunden-Regel? Die was? Hör mal, dieses Essen ist viel länger als 5 Sekunden in der Erde gewesen. Du willst im Dreck herum... Gibst Wasser dazu, dann holst du Sachen aus dem Boden und isst sie. Was hat es damit auf sich? Ja, sie isst ja nur Süßigkeiten, ne? Meinst du Landwirtschaft? Landwirtschaft? Warte, Landwirtschaft gibt es wirklich? Ich dachte, es gäbe es nur im Landwirtschaftssimulator 22. Was dachtest du, was sie simulieren? Eine Welt ohne Videospiele? Das ist geil. Ich weiß nicht, ich habe wirklich noch nie darüber nachgedacht. Geil. So, schauen wir uns mal den Bereich hier an. So. Das ist der einzige Bereich, der mehr oder weniger noch frei ist. Ich habe mir
da noch keine Gedanken drüber gemacht, was ich hier mache. Das Einzige, was ich weiß, ist, es gefällt mir nicht so, wie es jetzt ist. Ich habe die Bäume mal alle zusammen gemacht, damit ich die an einem Ort habe. Das ist ein außergewöhnlicher Ort hier, denn wenn wir uns das hier so anschauen, dann haben wir hier ja einmal den Eingang von Elsas Höhle. Dann haben wir hier, was ist denn das überhaupt? Das ist Nala oder was? Was ist denn das? Da kommst du schon gar nicht rein, ne? Da kommst du schon gar nicht rein. Wolli! Alles gut. Also geht nicht. Ist irgendwie verbuggt hier. Das scheint Nala zu sein, ne? Ich weiß es nicht. Beitreten. Ja, scheint so, ne? Ja, scheint so. Die hatte ich mal am Strand, ne? Die hatte ich mal am... Ja. Ja, beide. Okay. Das Problem ist, ich habe für die beiden noch keinen wirklichen Ort gefunden. Das ist auch hier alles nicht gepflegt. Hier der Boden kommt weg. Und wir haben zu viele Schlösser, ne? Das ist das Problem. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir das nicht hier oben hinstellen. Zwei Schlösser, ist das nicht zu viel? Ich weiß es nicht. Wo ist denn hier der... Hier ist der Eingang. Wäre das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Ich weiß es nicht. Also das hier ist ein Bereich, wo ich mich noch wirklich überlegen muss, was ich da mache. Aber ich denke mal, man könnte ja zum Beispiel auch... das hier ein bisschen in die Ecke stellen. Das ist halt hier... Passt da eigentlich überhaupt nicht hier rein, oder? Naja, eigentlich gar nicht, ne? Ich habe halt ganz ehrlich, ich bin da mal so ehrlich, ich habe darauf gehofft, dass wir endlich neue Biome kriegen. Wenn es aber jetzt wirklich so ist, dass wir sozusagen wieder kein Biom kriegen, sondern dass wir wieder nur so ein Tor kriegen, eine Tür, wo wir einfach durchlaufen und dann sind wir bei Bell drin, dann haben wir keine Möglichkeit, irgendwas anzupflanzen oder irgendwo was hinzustellen. Und dann ist das, heißt das wieder warten. Ich weiß nicht, wann Jafar reinkommt. Ich weiß nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass der dieses Jahr noch reinkommt. Multiplayer kannst du vergessen. Die kriegen ja nicht einmal den Laden von Dagobert gebacken. Also werden sie Multiplayer nie und nimmer reinkriegen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Sehr schön. Das lassen wir mal stehen. Da steht richtig schön hier der Baumstumpf. Und ja, das ist jetzt eins der nächsten Gebiete, die wir machen. Ich habe vielleicht sogar gedacht, wir machen das so, dass wir mal den Bereich hier, den wollten wir ja sowieso machen, Wally, dass wir hier noch ein bisschen was machen. Hier könnte man noch ein bisschen Grünzeug hier machen. Hier pflanzen wir vielleicht sogar was ein. So umrum bis hierher. Und dann hier muss man mal gucken, was wir hier machen. Und dann könnten wir uns mal hier dem Bereich hier widmen. Also steht hier, warte mal, wo ist denn da hier der Weg? Ungewohnt, dass da ein Baum steht. Und dann könnten wir uns mal wirklich mal um den Bereich hier kümmern, weil das Gebiet ist groß.